Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 12. Januar 2024. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, die folgenden Dinge, die ich vorab, bevor wir zu den Aussichten zum Wochenende kommen, sagen möchte, betrifft sicherlich die meisten von euch nicht wirklich. Trotzdem möchte ich es hier mal ganz klar zum Ausdruck bringen. Dieser Kanal oder meine beiden Kanäle, meine Arbeit überhaupt, ist offen für Menschen, egal welchen Geschlechts, egal welcher sexuellen Orientierung, welcher Religion, welcher Hautfarbe, welcher Nationalität oder Herkunft. Ich bin dafür Offenheit, für eine offene Gesellschaft und für Toleranz. Alle Wesen leiden und alle Wesen suchen genauso wie wir das Glück. Und wenn es uns mal gelingt, ein wenig Abstand von unserem eigenen Ego, unseren eigenen Begierden zu nehmen, dann können wir das auch in den anderen Menschen sehen. Und das sage ich nur so, weil es sehr viel Verwirrung und Irrung im Moment so in den Köpfen der Menschen und im Feld gibt. Und dass es, glaube ich, in dieser Zeit wichtig ist, uns zu unseren wirklichen inneren Grundwerten auch zu bekennen. Ja. Das zweite Thema, nicht so wichtig wie das, ist das Thema Werbung. Auf diesem Kanal schaltet YouTube Werbung. YouTube schaltet sowieso Werbung, weil YouTube genauso wie alle Fernsehsender und alle Zeitungen und etc. sich ja über Werbung finanzieren. So, und meine Überlegung war und ist irgendwie, wenn YouTube schon Werbung schaltet, dann kann ich ja da auch wenigstens ein paar Euro dran verdienen. Das heißt, hier am Anfang des Videos kommt Werbung. Das ist bei den meisten YouTube-Kanälen der Fall, das wisst ihr ja auch. Natürlich findet man Werbung nicht unbedingt toll, aber es finanziert halt die ganze Geschichte. Im anderen Fall irgendwie müsste das halt viel Geld kosten. Und so gern ich diese Arbeit mache, von irgendwas muss ich auch leben. Und die Leute, denen das nicht passt, und da gab es hier den einen oder anderen Kommentar, die können ja gerne irgendwie sich einen anderen Videokanal suchen, wo ohne Werbung, oder sie schließen YouTube Premium-Abo ab. Ne, das kann man machen, dann sieht man überhaupt keine Werbung mehr. Überhaupt funktioniert das Ganze nur, weil manche von euch mich über all die Jahre unterstützt haben. Geistig, seelisch, mental, das ist das Wichtigste. Aber auch manche mit Spenden. Vielen Dank nochmal dafür auch. Ohne das wäre es nicht möglich. Es soll kein Aufruf sein. Aber um da so ein bisschen Druck von der Sache zu nehmen, eben auch das mit der Werbung. Und ich denke mal, ich habe ja, lasse es ja zum Beispiel nicht zu, dass in der Mitte Werbung kommt, dass man damit vielleicht auch leben kann. Hoffe ich zumindest. Und die da nicht mit leben können, da sage ich dann wirklich ganz offen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und tschüss. So, und auch dann, wo wir schon mal dabei sind, ich habe zwei YouTube-Kanäle, in Wirklichkeit habe ich sogar einen dritten, den habe ich noch nicht aktiviert. So, wo ich wann welches Video einstelle, ist ja nun mal ganz allein meine Sache. Das sind meine Videokanäle, das ist meine Angelegenheit, wie ich meinen Laden führe. Und wenn man beide abonniert, hat man kein Problem damit, denke ich, die Videos, die man sehen will, auch zu sehen zu bekommen. Vor allem, weil zurzeit ja ohnehin nur das Tageshoroskop am Montag auf dem anderen Kanal läuft, alles auf diesem. Soweit das Wort zum Freitag. Das musste ich einfach mal in Anbetracht der Lage auch loswerden. Gut, kommen wir zum Wesentlichen. Kommen wir zur Astrologie, kommen wir dazu, warum ihr überhaupt diesen Kanal schaut. Aber diese Community ist ja über die Jahre ganz sehr schön zusammengewachsen. Und ich denke, es ist auch für viele von euch, die vielleicht auch schweigend mithören, mal auch ganz wichtig, dass ich das mal ganz klar betone. Ja. Gestern Mittag war Neumond im Zeichen Steinbock. Der Mond ist inzwischen zunehmend. Wir sind bereits im neuen 29 Tage dauernden Sonne-Mond-Zyklus und der Mond ist heute Nacht auch über Pluto hier gezogen und ist jetzt im Wassermann. Und in diesem Sonne-Mond-Zyklus wird Sonnabend in einer Woche, also am 21. wird die Sonne in den Wassermann wechseln und am gleichen Tag ist die Sonne in Konjunktion mit Pluto und am Sonntag in einer Woche wechselt dann Pluto das zweite Mal in den Wassermann. Und der Wassermann ist ja
verbunden mit dem Planeten Uranus. Und Uranus wurde zur Zeit der Französischen Revolution entdeckt. Und deswegen ist der Wassermann auch ein Grund dafür, dass er eben verbunden ist mit den menschlichen Grundwerten Gleichheit, Freiheit, Menschlichkeit oder früher hieß es eben Brüderlichkeit, aber Menschlichkeit. So, und genau diese Güter sind eben gefährdet durch Pluto im Wassermann aufgrund von allen möglichen Gründen, für die ich hier nicht aufzählen kann. Gibt es eben viele Menschen, denen genau Freiheit, Gleichheit, Menschlichkeit eben nicht mehr so wichtig ist wie andere Dinge. Und das ist dieser Wandel, diese Transformation, um die wir uns auch bemühen müssen, dass wir eben unsere Werte, die mit uns und anderen zusammenhängen, auch hochhalten. Und das kann auch schon hier jetzt am Wochenende mit Mut im Wassermann geschehen. Mut im Wassermann ist ja der Wunsch, auch frei zu werden von belastenden Gefühlen, den Raum zu öffnen, nach der kargen Zeit für den Mond im Steinbock, den Raum der Freiheit zu öffnen. Und der Mond bleibt im Wassermann in der Nacht zum Sonntag. Dann geht's ins Zeichen Fische. Der Sonntag, also der sehr viel emotionalere Tag. Mond im Wassermann ist auch sehr geistig und hat sehr viel mit Austausch zu tun. Dann geht's in die Fische, das heißt am Sonntag und dann auch am Montag ist die Energie dann sehr viel emotionaler, sehnsuchtsvoller, spiritueller, könnte man auch sagen. Und der Mars, der sich hier im Zeichen Steinbock findet, genau wie die Sonne inzwischen ja schon im dritten Dekanat des Steinbocks, also die Enz-Steinbock-Zeit hat schon begonnen. Der Mars hier im Steinbock, der macht ein schönes Trigon hier zu Jupiter. Ich habe es in den Tagen auch erwähnt. Das ist heute Mittag exakt. Und damit baut sich halt dieses schöne Dreieck auch auf, aus zwischen Mars, Saturn, Jupiter, mit dem auch eine Menge bewegt werden kann, wenn wir denn wissen, wo wir was denn auch bewegen wollen überhaupt. Und wenn wir eben auch die Hindernisse, die dem im Wege stehen, in uns und in der Welt angehen. Und Merkur schickt sich an hier, Merkur jetzt im vorletzten Grad des Schützen, Merkur. Denken, Kommunikation, der ja einige schwierige Wochen hinter sich hat, wenn wir ihn mal personalisieren wollen. Dieser Merkur schickt sich an, einen Steinbock zu wechseln. Das wird nächste Woche der Fall sein. Und zwar das wird am Sonntag, in der Nacht zum Sonntag bereits der Fall sein. Das bedeutet, dass wir morgen am Sonnabend Merkur-Zeichen-Wechseltag haben. Das ist nicht ganz so gravierend wie Merkur rückläufig, kann aber auch zu Irrungen und Verwirrung im Bereich Denken und Kommunikation führen. Dann aber ab Sonntag Merkur im Steinbock gesellt sich hier zu Mars und Sonne und Pluto. Das heißt, das Denken wird dann pragmatischer, funktionaler. Gerade Dinge, die geplant, organisiert werden müssen, werden dann mit Merkur im Steinbock besser funktionieren, auch wenn das Denken dann auch ein bisschen nüchterner oder realitätsbezogener als im Schützen ist. Die Venus, die gestern ein schönes Trigon hier zu Chiron gemacht hat, die Venus macht dann auch am Sonntagmittag hier noch nicht eingezeichnet, ein Aspekt, ein Quinkungs zum Uranus. Das bedeutet, auch wenn der Mond dann aus dem Wassermann rausgezogen ist, hält die Venus die uranische Energie noch hoch. Das heißt, der Sonntag vielleicht ein Tag, wo wir uns um unsere Gefühle kümmern sollten, vielleicht auch mal etwas Überraschendes in unseren Beziehungen machen, an unserem Selbstwert arbeiten, an den Dingen arbeiten, die unseren Selbstwert überschatten. Soweit die Aussichten zum Wochenende. Mit dem Neumond haben wir aber so diese kritische Klippe erstmal umschifft, würde ich sagen. Die Möglichkeit besteht jetzt, dass es sich in den nächsten Tagen ein bisschen beruhigt auch, dass wir in den neuen Zyklus, in den neuen zunehmenden Mond hineinkommen. Ich wünsche uns allen einen schönen Freitag, ein wunderbares Wochenende, soweit es für uns möglich ist. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns spätestens am Montag wieder mit dem Tageshoroskop, dann auf dem anderen Kanal. Alles Liebe und Tschüss.